Servus, zweiter Tag am Flohtrail Stromberg in der 2021er Saison. Ich war wieder so geil aufs Fahren, dass es direkt losgeht. Heute konzentrieren wir uns mal auf alle vier Abschnitte vom Whitehawk Trail. Oh, wesentlich mehr Grip als gestern. Die Strecke ist etwas abgetrocknet und fühlt sich schon mal deutlich griffiger an. Ich fahre hinten jetzt auch mit weniger Reifendruck. Es fühlt sich auf den ersten Metern schon mal besser an als gestern. So, gucken wir mal, wie der Schlamm heute hier so aussieht. Auch deutlich besser. Definitiv besser. Gestern war hier noch reinstes Sumpfgebiet. Das brachte mir aber auch gleichzeitig deutlich mehr Vertrauen, so dass ich direkt die Schwarzlinie gefahren bin. Aber für den Tebel hat es dann doch nicht gereicht. Aber für den Tebel in Abschnitt 3 hat es gereicht. Wieder zu kurz. Den Mädchensprung machen wir später, aber das neue Feature am Ende mit der Lippe macht auch sehr viel Spaß. Kann man schön abziehen. Starten wir mal in Abschnitt 4 über die rote Linie rein. Das Wurzelfeld ist immer noch kein Freund von mir und ich bin immer noch viel zu langsam hier unterwegs. Die Steilkurve ist eins der leichtesten Features auf dem Trail, obwohl ich hier auch ewig gebraucht habe, um da hochzufahren. Diese Wing traue ich mich noch nicht, da muss mich mal jemand drüber ziehen. Den Tebel würde ich auch gerne überspringen, auch ein Ziel für dieses Jahr. Und schon ist die erste Abfahrt vom zweiten Tag auf dem Flowtrail zu Ende. Es lief schon mal deutlich besser als am Vortag, es gibt aber noch viel Verbesserungspotenzial bei mir. Also üben, üben, üben. Ja! Strecke zu überholen ist natürlich auch ein geiler Move. Wer im dritten Abschnitt nicht den Bürgersprung springen will, muss vorher rechts auf die rote Linie ausweichen. Ist etwas verwirrend, weil alle anderen roten bzw. blauen Linien in den Abschnitten davor links vorbeiführen. Im dritten Abschnitt ist genau andersrum, da muss man rechts vorbeifahren. Da dies hier wohl häufiger passiert, hat sich links neben dem Bürgersprung schon aber eine neue Linie gebildet, wo man dann halt auch nochmal im Notfall vorbeifahren kann, wenn man sich verfahren hat. Wenn es mal etwas entspannter runtergeht, macht es mir trotzdem sehr viel Spaß. So kann man aber auch mal nach neuen Linien gucken, welche man bei der nächsten Abfahrt mal antesten könnte. Jetzt wird es mal Zeit, den Mädchensprung anzugehen. Erstmal den Tebel sauber clearen. Perfekt, fürs Selbstvertrauen. Dann auf den Bürgersprung zufahren. Wenn der nicht so schlecht läuft, werde ich den Mädchensprung durchziehen. Der war okay, hätte zwar besser sein können. Ja, ich bremse immer noch im Anlieger. Und dann wieder Vollgas raus. Und auch zu kurz, aber war eigentlich ganz zufrieden. Gab keine Bodenprobe, es war ein Erfolg. Also mal nach oben und dann die letzte, vorletzte Abfahrt des Tages.
Auch wenn wir mit jeder Abfahrt schneller und sicherer unterwegs waren, gibt es noch viel Spielraum für Optimierungen. Es wäre aber auch langweilig, wenn alles beim ersten bzw. beim zweiten Versuch hundertprozentig klappen würde. Da die Saison noch lang ist, haben wir noch viele Besuche vor uns. Also, bis zur nächsten Tour.